Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute in einem. Wir haben uns ein bisschen verfahren auf der Insel und wir sind in einem Café gelandet, wo es eigentlich ganz schön ist. Das ist eine ganz andere Ecke der Insel und wir wollten eigentlich ganz woanders noch hin, aber sind wir eben hier und können ja nachher noch weiterfahren. Jetzt hat die Clara gerade die Kamera ein bisschen rumgewackelt, aber genau sind wir schon beim Thema. Wir wollten heute so ein bisschen erzählen, wie wir es eigentlich mit der Clara gemacht haben, mit dem Stillen und mit dem Essen und so weiter. Ja. Das war, glaube ich, eine Frage unter einer der Videos, ne? Ja. Aber vielleicht ist es vielleicht für viele interessant, die gerade Kinder haben oder überlegen, wie sie ihre Kinder erziehen und vielleicht auch wissen, ja, vegan ist eigentlich der einzige Weg, aber wie soll ich das jetzt machen? Mache ich alles richtig? Mache ich alles falsch? Oder wie geht das überhaupt? Und also wir können nur dazu sagen, wir haben das erste Jahr, die Clara, so wie wir uns auch ernährt haben, teilweise sehr viel roh gegessen. Sie hat eigentlich nur roh gegessen, ne? Wenn sie gegessen hat. Also klar, es fängt ja viel früher an, erstmal stillen. Ja, ich habe sie, voll gestillt, halt bis 6 Monate. Und dann war es im Sommer und dann haben wir sie nach und nach einfach immer so Früchte probieren lassen. So ein kleines Stückchen Wassermelone oder Kirschen oder gerade Äpfel und so Äpfelstückchen so nuckeln lassen. Die hatte damals noch keine Zähne, die hat Zähne sehr spät erst bekommen mit 11 Monaten. Und dann haben wir ihr als erstes einen Karottensaft gegeben. Ups. Als erstes haben wir einen Karottensaft gegeben, den habe ich dann so gelöffelt. Das ist auch in dem Buch Gesund von Geburt an, da wird es empfohlen. Genau, dann haben verlinken wir auch mal unten, ne? Ja, können wir unten verlinken, genau. Damit haben wir dann angefangen, das habe ich irgendwie 3-4 Tage gemacht und habe ich dann direkt eigentlich mit Obstpreis angefangen und dann immer versucht, einen Obstsort eine Zeit lang beizubehalten und dann. Wie war das eigentlich? Ja, ich habe mich nicht ganz so strikt dran gehalten, das eine Woche durchzuziehen, aber habe dann das eine Zeit lang immer gemacht, ein paar Tage und dann, glaube ich, nach 1 oder 2 Wochen habe ich dann auch abends Gemüsepreis ausprobiert, aber die mochte sie eigentlich überhaupt nicht. Ich habe alle möglichen, also war ich ein bisschen ärgerlich, weil ich dann so Karottenpreis zubereitet habe und sie dann eigentlich kaum was davon gegessen eigentlich hat. Eigentlich mochte sie von Anfang an am liebsten Bananen und Avocados, das war genau, ihre Lieblingsfrucht. Genau, Avocados mochte sie total gerne, aber dann habe ich auch ganz leckere Preis gemacht, immer so, also so Apfel und Banane mochte sie richtig gut, also mochte sie richtig gerne und ich habe das dann immer im Vitamix eine Zeit lang gemixt, also länger als es für uns mixen würde, bis es blau warm war und das mochte sie dann richtig, richtig gerne. Und dann eine Zeit lang danach habe ich dann auch angefangen, so ein bisschen Gewürz reinzumachen und dann mochte sie es erst richtig. Genau, was hat sie noch so gegessen am Anfang? Ja, unterwegs gesagt, gerne Bananen und Physalis auch, mochte sie am Anfang richtig gerne, obwohl die ein bisschen sauer sind. Aber die konnte sie dann so halten, immer so dran nuckeln. Genau, also nach und nach haben wir alle möglichen Obstsorten und Gemüsesorten eingeführt. Und dann ging es auch relativ schnell, also zum Beispiel so Gurkenstückchen und Tomatenstückchen mochte sie immer total gerne. Das hat sie unendlich gegessen. Auch Buchweizen hat sie sehr, sehr viel gegessen. Wobei man sagen muss, beim Buchweizen, der kam teilweise unten ganz wieder raus, ne? Ja, da haben wir auch ab und zu Buchweizen frei gemacht, das habe ich auch viel gemacht, also Bananen und Buchweizen, das mochte sie auch richtig gerne. Und dann habe ich dann auch mit 10 Monaten habe ich angefangen, auch grüne Smoothies ihr zu geben. Dann hat sie auch viel grün gehabt und genau. Und dann eigentlich so mit, sagen wir, in einem Jahr eigentlich, haben wir uns ja auch entschieden, dann voll roh zu essen und dann hat sie eigentlich dann ziemlich bald angefangen, eigentlich alles zu essen, was wir auch essen. Anfangs haben wir dann noch darauf geachtet, dass wir es halt nicht so salzen. Im Moment salzen wir auch wieder gar nicht, also genau. Und es war eigentlich, war sie immer eine sehr, sehr gute Esserin, hat fast alles eigentlich dann auch gegessen. Also anfangs Karottenpreis, so mochte sie nicht so, aber dann später hat sie eigentlich fast alles gegessen. Genau, auch wie hier, also am Anfang mochte sie die Früchte auch nicht so und deswegen haben wir ihr jetzt auch ab und zu Reis gegeben, weil einfach natürlich braucht sie ihre Kalorien und braucht natürlich was. Aber mittlerweile wir haben ja hier schon gemerkt, dass sie einfach nicht, jetzt mal abgesehen von den Kalorien, einfach Hunger hatte die ganze Zeit. Und wir wussten nicht, weil sie einiges nicht gegessen hat. Und dann haben wir einfach gesagt, dann nehmen wir jetzt Reis und geben ihr das. Und das mochte sie dann auch gerne und wurde auch satt davon. Ja. Es hat eigentlich angefangen, als irgendwann waren wir bei meiner Mutter und da gab es schon so Rohkost-Cracker und in unseren Rezeptbüchern sind ja ganz viele so Rezepte, so Bananenbrot und sowas liebt sie über alles. Und sowas gab es dann halt da ein bisschen Avocado und irgendwie habe ich so gemerkt, okay, sie ist nicht richtig satt. Und meine Mutter hatte halt nur so gekochte Kartoffeln und die hat sie die ganze Zeit schon angestarrt und dann meinte meine Mutter so, ja komm, darfst du nicht mal probieren. Und dann haben wir sie halt mal probieren lassen. Und sie war, obwohl ich dachte, sie wäre eigentlich von der Rohkost schon satt geworden, hat sie noch richtig viel Kartoffeln gegessen und fand das so, so toll.
Und das zweite Mal war dann bei meinem Yoga-Wochenende, da gab es dann halt für uns Rohköstler nur Pralinen und verschiedene geraspelte Salate. Und das war dann halt so auch, dass meine Mutter dabei war und wir halt schon gedacht haben, ja okay, jetzt nach 2 Tagen ist es schon ein bisschen langweilig. Und dann haben wir ihr da Maisnudeln gegeben und auch einmal Reis. Genau, und deswegen ist es eigentlich nur wichtig, dass sie natürlich satt wird. Und aber ihr geht's gut, sie war halt auch noch nie krank und ich stille sie auch noch, auch manchmal noch tagsüber. Ich, auf jeden Fall mindestens einmal am Tag, manchmal auch öfters hier. Und beim Mopedfahren. Beim Mopedfahren nuckelt sie halt mehr. Nachts auf jeden Fall noch. Und ich supplementiere ja selbst Vitamin B12 und Vitamin D, also jetzt hier nicht, aber. Ja, doch auch durch die Sonne. Ja, supplementierst genau. Du. Ja, und dann kriegt sie es ja auch über die Sonne ab. Und was war noch? Genau, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr gesund. Sie war noch nie richtig krank. Sie hatte einmal eine kleine Erkältung, ein bisschen Husten und Schnupfen. Und sonst glaube ich einfach, dass das einfach die Rohkost absolut keine Mangelernährung ist. Man sich da um Vitamine und Mineralien keine Sorgen machen muss, weil die Kinder kriegen halt viel, viel mehr, als wenn man halt wirklich nur dieses verarbeitete, abgepackte Babyfutter oder so. Das muss man sich halt immer klar machen, weil viele fragen immer, wo kriegt das Kind dann die Vitamine und Mineralien her? Das Kind, was Babyglas ist, also was abgekocht ist, was alles totgekocht ist, da sind keine Mineralien drin und keine Vitamine. Mineralien schon, aber nicht viele Vitamine und wenig Mineralien. Genau. Ansonsten würde ich einfach allen Müttern empfehlen, einfach möglichst viel auszuprobieren und halt schauen, möglichst bunte Vielfalt, also viel, viel verschiedenes Gemüse, viel verschiedenes Obst. Und ich will mir auch wegen Proteinen und so nicht keine Gedanken machen. Also gerade wenn man stillt oder sowas, kann man sowieso sehr entspannt angehen. Ansonsten Alternative zum Stillen gibt es natürlich auch Mandelmilch. Das haben wir ja auch ganz oft gegeben. Also so Nussmilch und Nusspatés und sowas. Also haben wir schon recht früh eingeführt. Und Nusssoße, also Cashewsoße macht das ja auch jetzt gerne. Also ein bisschen mehr Fett können die Kinder auch schon essen. Und ja. Genau, ich glaube, das war es auch. Wir machen auf jeden Fall auch Coaching für Schwangere und für Eltern, also frisch. Ja, da haben wir uns auch sehr, sehr viel angelesen. Also es ist ein ganz spezielles Gebiet quasi für uns. Also da können wir richtig viel Wissen mitgeben, weil falls Leute jetzt irgendwie da draußen sagen, ja, aber vegan, ich würde schon gerne und das ist ja das, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig, weil ich weiß so wenig darüber und da können wir echt sehr, sehr viel mitgeben. Und im Herbst wollen wir auch ein Kinderbuch schreiben mit der Anna Wiesemann, die will unbedingt auch so Kinderzeichnungen machen dazu und sowas, wird auch nochmal ein schönes Projekt. Also es wird schon nochmal so ein Schwerpunkt von uns und wir wollen auf jeden Fall unser Wissen und unsere Erfahrung auch weitergeben, weil ich es einfach auch schön finde, es ist ein guter Start für die Kinder. Dass sie einfach ja, mit der besten Ernährung halt einfach aufwachsen und auf jeden Fall ist das fürs Immunsystem, für die Gesundheit generell einfach ein super Start. Genau, ja, das war es jetzt erstmal. Wir suchen jetzt mal den Strand, hoffentlich finden wir ihn irgendwie noch. Und ihr seht gleich noch ein paar Eindrücke, bis dann. Endlich da, wir haben uns total verfahren und waren auch die und doch, wir haben Elefanten gesehen, wir haben alles gesehen, wir sind auf der Straße gefahren, das war keine Straße, alles mögliche, aber super gut, Clara ist auf der Backlippenstraße eingeschlafen, sehr witzig. Und jetzt sind wir hier im Raw Café, ich weiß nicht, Karma Café heißt das, und gibt's Raw Food, gibt's alles mögliche, aber Raw Food gibt's auch und wir werden jetzt ordentlich Raw Food smashen. Und zwar gibt's rohe Sushi, das weiß ich schon, das Essen. Ja, das ist ja der Ort, wo wir ursprünglich sein wollten und dann haben wir ja, irgendwie hat uns das Umgebus nicht gefallen, aber es gab auch gehen, wo es ist überhaupt nicht gewählt. Also so ein paar, die über das Alkohol besoffene Leute und hier ist krass. Also Jack Johnson läuft, mit Wokost und Bioläden, also endlich da, wo wir sein wollen. Und genau, Mango Island mache ich am Morgen. Ich kann Das ist unglaublich, die haben echt alles, was man so in, als Rohkost-Dessert machen kann. Einmal hier Chia-Pudding, kleine Törtchen mit Chia und ganz viel verschiedene Energy-Balls. Und dann hier Snickers-Rohkost, Karottenkuchen, der sieht richtig gut aus. Clara kriegt jetzt was, warte. Dann Peanut Butter Cups roh, kleine Schokoladenpralinen, what the F, what the fudge. Dann noch Peppermint Party, Kakao Cluster und noch Bounty. Ich weiß nicht, ob die roh sind, aber
sieht alles hammergeil aus. Welches kriegt die Klari? Was willst du, Klara? Vielleicht erstmal was Richtiges zum Essen. Welches willst du? Zeig mal. Zeig. Klara, jetzt nur die Soße. Was ist da oben drauf? Also es gibt hier Pina Puerto Cup, die Karre kann es nicht erwarten. Jetzt gab es mal ausnahmsweise Schokolade oder noch ein Snickers. Unglaublich, was hier alles gibt. Und du Snapchattest? Wow. Wow. Ich bin ja eher so ein Erdnuss-Fan. Klara auch. Lecker. Es gibt noch Crispy und eine Powerkugel, ne? Kennt man ja. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Weil, das muss ich heute mal erklären, noch ganz kurz. Die Katrin, die sitzt hier und isst gar nicht so viel Rohkost und so und sagt, oh, ich bin voll und so weiter. Das ist recht dubios, denn normalerweise isst die Katrin ganz, ganz viel von so Zeug, wenn sie mal dazu kommt. Also, ich bin gespannt, was mit der Katrin da so alles abgeht.